aus Berlin angereist, Herrn Jochen Haug. Er spricht über Volksentscheide. Lieber Jochen, schön, dass du in Dorsten bist. Herzlich willkommen. Du kannst dich entweder hier hinstellen oder ans Rednerpult. Die Bühne gehört dir. So, ich gucke noch kurz auf die Uhr, damit ich auch nachher nicht überziehe. Dann sage ich jetzt erstmal von meiner Seite aus auch herzliches Willkommen. Schön, dass so viele, vor allem auch Nicht-AfD-Mitglieder heute Abend da sind, die hoffentlich dann mit spannenden neuen Aspekten aus diesem Abend rausgehen. Und dazu will auch ich beitragen, bevor ich auf das Thema eingehe. Das heißt, mein Thema wird sein mit Bezug auf die Fraktionsarbeit in Berlin. Was haben wir da zu direkter Demokratie gemacht? Mein Thema wird direkte Demokratie sein auf Bundesebene. Vielleicht ein, zwei einleitende Sätze zu mir selber, damit Sie wissen, mit wem Sie es eigentlich hier zu tun haben. Mein Name ist Jochen Haug, ich bin 46 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt und sitze seit September 2017 für die AfD im Bundestag und bin dort im Innenausschuss, stellvertretender Vorsitzender des Innenausschusses. Der Innenausschuss ist ein Ausschuss mit einem sehr breiten Feld. Das beginnt bei Sicherheitsthemen, Asyl- und Migrationsthemen bis hin zu Verfassung und Demokratie. Also der deckt wahnsinnig viel ab und Verfassung und Demokratie ist vielleicht auch das Stichwort, weshalb wir heute über ein Thema, das im Übrigen dann auch den Innenausschuss betreffen würde, sprechen, nämlich über direkte Demokratie auf Bundesebene. Jetzt muss ich den so noch schnappen. Vorab, was hat direkte Demokratie als Bedeutung oder welche Bedeutung hat dieses Thema für die AfD? Da will ich Ihnen ganz kurz am Anfang zeigen, das war schon Gründungsthema. Das heißt, als sich die AfD gegründet hat, gab es einige wichtige Themen, die uns auf den Nägeln gebrannt sind, weshalb es diese Partei damals überhaupt gab. Und eines davon war direkte Demokratie, das heißt Volksabstimmungen auch auf Bundesebene einzuführen. Sie sehen hier, ich habe es reingeschrieben mal, es gab einen Parteitag in Berlin am 14.04.2013. Da haben wir für den ersten Bundestagswahlkampf unser Programm aufgestellt. Und da war eines dieser Themen, wir wollen Volksabstimmungen und Initiativen nach Schweizer Vorbild einführen. Einige Jahre später haben wir im Jahr 2016 in Stuttgart ein Grundsatzprogramm beschlossen. Und in diesem Grundsatzprogramm steht folgender Satz drin: Die Einführung von Volksabstimmungen nach Schweizer Modell ist für die AfD deshalb nicht verhandelbarer Inhalt jeglicher Koalitionsvereinbarung. Das heißt, wir haben 2016 bestimmt, wenn wir irgendwann mal in die Situation kämen, dass andere mit uns koalieren wollen, dann ist uns dieses Thema so wichtig, dass wir davon nicht abrücken würden, bei jeglichen Verhandlungen. Daran sehen Sie, für uns in der AfD ist das ein zentrales Thema und deshalb haben wir uns natürlich auch in der Bundestagsfraktion damit beschäftigt und Initiativen eingebracht und darauf werden wir nachher gleich auch eingehen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz klären, wie ist denn die Rechtslage eigentlich in Deutschland? Wie sieht es denn aktuell aus zu dem Thema direkte Demokratie auf Bundesebene? Da haben wir den Artikel 20 Absatz 2 Grundgesetz, in dem steht: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung. Hier steht Wahlen und Abstimmungen. Wahlen beziehen sich immer auf Personalentscheidungen und Abstimmungen beziehen sich immer auf Sachentscheidungen. Das heißt, wir haben hier gleichberechtigt, beide Begriffe stehen, sowohl Wahlen, dafür steht die repräsentative Demokratie, dass gewählte Vertreter im Bundestag dann Gesetze beschließen, als auch Abstimmung, das heißt Volksabstimmung. Könnte man ja im ersten Moment denken, haben wir ja eigentlich schon im Grundgesetz. Aber dann muss man berücksichtigen, das Grundgesetz hat nämlich trotz dieses Satzes eine Grundentscheidung für die repräsentative Demokratie getroffen. Das sieht man daran, dass konkret Abstimmungen von diesem Satz da oben nirgends im Grundgesetz zu finden sind. Das heißt, es gibt zwei Artikel, da sind die zu finden, in Artikel 29, wenn Länder neu gegliedert werden. Das ist aber dann keine Abstimmung auf gesamtstaatlicher Ebene, weil da nur die betroffenen Bürger in diesen Ländern abstimmen könnten. Und es steht in Artikel 146 Grundgesetz drin, wenn eine neue Verfassung erfolgen würde, dann muss die durch eine Volksabstimmung gemacht werden. Aber Volksabstimmungen innerhalb des Grundgesetzes sind nicht vorgesehen. Und Sie sehen es im Übrigen auch, die Artikel 70 fortfolgende, die die Gesetzgebung in der Bundesrepublik regeln, die haben auch keine Volksabstimmungen vorgesehen. Das führte im Übrigen dazu, dass die Rechtswissenschaft bis in die 80er Jahre hinein der Auffassung war, dass man Volksabstimmungen auf Bundesebene in Deutschland nicht mal einführen könnte, wenn man es wollte.
dass dieser Satz Wahlen und Abstimmungen, das war die Rechtsauffassung bis in die 80er Jahre, die überwiegende, gar keine inhaltliche Bedeutung habe. Das ist aber falsch und mittlerweile auch überholt diese Rechtsauffassung, denn neuere Untersuchungen haben gezeigt, der Parlamentarische Rat, der das Grundgesetz entworfen hat, von September 1948 bis Mai 1949, der hat also ein Dreivierteljahr am Grundgesetz gearbeitet, der wollte Volksabstimmungen nicht dauerhaft ausschließen. Es gab Vorarbeiten des Verfassungskonvents auf Herrenchiemsee, der hat vorgearbeitet für den Parlamentarischen Rat. Da hat es zwar keine Volksgesetzgebung gegeben, da werden wir gleich drauf eingehen, was das ist. Volksgesetzgebung ist nämlich, wenn Gesetze vom Volk initiiert werden können und nicht nur vom Parlament, aber Referenden bei Verfassungsänderungen. Die Frage, ob man dann konkrete Volksabstimmungen aufnimmt, war im Parlamentarischen Rat sehr umstritten. Man hat sich dann dagegen entschieden. Aber es ist ganz spannend zu sehen. Sie haben jetzt ja beide Worte oben gesehen. Wahlen und Abstimmungen. Kurz vor Ende, in diesem Stadium, während der Parlamentarische Rat, wie gesagt, es ging ja ein Dreivierteljahr, das ist wie so ein Parlament gewesen. Der Parlamentarische Rat setzte sich zusammen aus Vertretern der Länderparlamente, also auch NRW hat da seine Vertreter geschickt. Kurz vor Ende, also gegen Abschluss, als das Grundgesetz dann fast schon fertig war, gab es einen Antrag des Abgeordneten von Brentano und anderer. Und dieser Abgeordnete wollte, dass die Worte und Abstimmungen gestrichen werden. Dass also nur noch Wahlen drin steht. Hätte man das angenommen, dann hätte das nach herrschender Auffassung zu dem Ergebnis geführt, dass man Abstimmungen wirklich auch gar nie wegen der Ewigkeitsklausel wohl hätte einfügen können ins Grundgesetz. Dieser Antrag ist also abgelehnt worden. Und daraus kann man im Gegenschluss natürlich nur, und das tut die neuere Forschung natürlich auch, nur einen Schluss ziehen. Der Parlamentarische Rat hat zwar keine konkreten Volksabstimmungen auf Bundesebene ins Grundgesetz geschrieben, wollte das aber nicht für alle Zeit ausschließen. Da gab es auch verschiedene Argumente, dafür haben wir die Zeit jetzt nicht zu. Das heißt, die Rechtslage jetzt ist in Deutschland, Volksabstimmungen auf Bundesebene sind zulässig, allerdings bräuchte es dafür eine Änderung des Grundgesetzes. Das heißt, man müsste mit einer Zweidrittelmehrheit das Grundgesetz ändern. Eine ganz spannende Frage ist im Übrigen, ob es eigentlich rein konsultative Volksbefragungen geben könnte. Denn Sie müssen sich klar machen, Volksabstimmungen, die haben ja dann rechtlich verbindlichen Charakter. Also in dem Land, in dem eine Volksabstimmung, gibt es ja auch auf Länderebene, gehen wir gleich drauf ein, stattgefunden hat, hat die rechtlich verbindlichen Charakter. Nun gibt es aber auch reine Volksbefragungen. Die bekannteste zurzeit ist das Brexit-Referendum. Das wissen ja viele gar nicht. Das war ja keine Volksabstimmung im eigentlichen Sinne, die rechtlich verbindlichen Charakter hat, sondern man hat ein Brexit-Gesetz gemacht und das war eine reine konsultative Volksbefragung. Denn sie hatte eben keinen rechtsverbindlichen Charakter. Die Engländer haben allerdings natürlich ziemlich zu verstehen gegeben, die Regierung, dass sie sich auch an das Votum halten werden. Die Frage ist, wären denn reine konsultative Volksbefragungen, dass die Regierung also sagt, wir machen ein Gesetz und fragen die Bevölkerung einfach mal zu dem Thema, wie sie denn, welche Auffassung sie denn hat, aber das ist dann nicht rechtsverbindlich. Ob wir uns dran halten, ist immer noch unsere eigene Sache. Wäre das zulässig? Und das ist höchst umstritten, als die Rechtswissenschaft nicht einer Meinung. Es gibt auch, ich habe gerade noch mal ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes dazu angeschaut, ist sehr different, aber die wohl mittlerweile überwiegende Auffassung sagt, das wäre wohl möglich durch Gesetz. Also wenn man ein entsprechendes Gesetz fassen würde, also nicht eine Grundgesetzänderung, könnte man wahrscheinlich eine konsultative Volksbefragung durchführen. Wie sieht es denn in den Bundesländern aus? Das heißt, wir haben die Situation auf Bundesebene, keine Volksabstimmungen. In den Bundesländern ist das ganz anders. Hier gibt es in allen Bundesländern Volksgesetzgebung. Volksgesetzgebung heißt, es kann aus dem Volk ein Gesetzesentwurf initiiert werden. Das Volk, da schließen sich Leute zusammen und sagen, wir hätten gern dieses Gesetz. Und dann kann man ein Volksbegehren mit einer gewissen Anzahl an Unterschriften sammeln. Und wenn das erfolgreich ist, dann muss sich der Landtag damit befassen. Wenn das ablehnt, gibt es einen Volksentscheid dazu. Das gibt es mittlerweile in allen 16 Bundesländern. Da gab es im Übrigen auch seit den 90er Jahren eine Entwicklung, also nach der Wende, die ganzen Ostländer haben das eingeführt und im Zuge dessen dann auch alle Westländer, die das bisher nicht hatten. Das heißt, wir haben eine Volksgesetzgebung in allen Bundesländern, allerdings ist die recht unterschiedlich ausgestaltet im Hinblick auf die Wirksamkeit. Da gibt es zu Teilen recht hohe Quoren und Ähnliches, die dann die praktische Wirksamkeit sehr einschränken. Und im Übrigen haben wir noch zwei Länder, Bayern und Hessen, bei denen ist verbindlich bei einer Verfassungsänderung eine Volksabstimmung vorzusehen. Eine kurze Bemerkung vielleicht noch mit dieser Finanztrias: Haushaltsgesetze, Abgaben und Besoldungen, also Abgaben, Steuern zum Beispiel, sind von diesen Volksabstimmungen ausgenommen.
Wie sieht es auf der kommunalen Ebene aus? Das werden Sie vielleicht öfter in Ihrer Kommune sogar schon mal selber erlebt haben. Da gibt es das auch bundesweit, nämlich Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Werden Sie in Ihrer Kommune vielleicht ab und zu mal erlebt haben, gibt es auch in allen deutschen Kommunen unterschiedlich stark ausgeprägt. Fazit ist also, wir haben direkte Demokratie in Deutschland, wir haben Volksabstimmungen in Deutschland, allerdings nicht auf der obersten Ebene. Also gerade da, wo die Schicksalsfragen der Nation entschieden werden, wo die ganz großen, wichtigen Themen entschieden werden, haben wir es nicht. Auf Länderebene und auf Kommunalebene haben wir es. Da gehe ich mal eins vor. Jetzt komme ich zu unserer Initiative im Bundestag. Wir wollen Volksabstimmungen auf Bundesebene einführen. Das war immer unser Credo, wie wir es gerade gesagt haben. Und wir haben uns als AfD-Fraktion überlegt, was können wir denn machen? Da muss man hinzufügen, es gab in den letzten 20 Jahren 12 Gesetzentwürfe, glaube ich, von verschiedenen Parteien, die das auch eingebracht haben in den Bundestag. Das waren zu Teilen Anträge der Linken. Einmal hat sogar die Koalition aus SPD und Grüne damals einen entsprechenden Antrag eingebracht. Es gab 12 Gesetzesvorhaben. Kein einziges hat eine Mehrheit gefunden. Eine Zweidrittelmehrheit, die man ja im Bundestag braucht. Weil es da auch wahnsinnig viele Fragen gibt, die man unterschiedlich beantworten kann. Die CDU ist generell immer gegen Volksabstimmungen gewesen. Aber die Schwierigkeit besteht auch darin, dass man sich ja einig sein muss. Denn man kann so vieles verschieden geregelt haben. Was will man denn überhaupt für Volksabstimmungen? Da gehe ich jetzt nämlich nochmal zurück. Was will denn zum Beispiel die AfD? Welche Art von Volksabstimmungen wollen wir denn? Wir wollen im Übrigen, um diesen Einwand mal kurz zu entkräften, die repräsentative Demokratie natürlich nicht abschaffen. Man kann nicht über alles, über jede einzelne kleine Frage abstimmen, sondern wir wollen die nur ergänzen durch Volksabstimmungen. Und da haben wir zum Beispiel im Sinn, dass das Grundgesetz, wenn es geändert werden soll oder wenn nationale Souveränität an die EU oder andere zwischenstaatliche Organisationen abgegeben werden soll, dass dann das Volk zustimmen soll. Wir haben als zweites ein sogenanntes fakultatives Referendum im Blick. Das ist das, was man aus der Schweiz kennt und was dort sehr erfolgreich ist. Fakultatives Referendum heißt, in der Schweiz wird vom Parlament ein Gesetz erlassen und das tritt erstmal 100 Tage nicht in Kraft. Und in dieser Zeit haben die Bürger die Möglichkeit, wenn sie sagen, das ist aber völlig Unsinn, der da erlassen wurde, das wollen wir gar nicht, können die dagegen Stimmen sammeln wieder, um darüber einen Volksentscheid stattfinden zu lassen. Und wenn der Volksentscheid negativ ist, dann tritt das Gesetz nicht in Kraft. Das nennt man, das heißt, man kann sozusagen dem Parlament auf die Finger schauen und kann im Zweifel ein Gesetz stoppen. Fakultatives Referendum. Und als letztes wollen wir von der AfD die Volksgesetzgebung, die es in den Bundesländern schon gibt, dass also aus der Bevölkerung heraus Gesetzentwürfe initiiert werden können. Da das aber alles sehr umstritten ist, haben wir uns gedacht, beantragen wir eine Enquete-Kommission. Eine Enquete-Kommission im Bundestag besteht darin, dass man Experten hat, die dann zusammensitzen und dass von jeder Fraktion Parlamentarier zusammensitzen. Die brüten dann sehr ausführlich über 1, 2, 3 Jahre über ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, das ist eins, und versuchen dann eine Grundlage zu erarbeiten, vielleicht für eine gemeinsame Lösung später. Das ist leider abgelehnt worden. Mit Argumenten, die ich zu Teilen nicht nachvollziehen konnte. Es war natürlich ein Antrag der AfD. Das war sicherlich nicht von Vorteil, wie Sie sich vorstellen können. Ich fand es auch ganz lustig, weil ein Vertreter einer Partei meinte, das Abschieben des Themas in der Enquete-Kommission sei eine Beerdigung zweiter Klasse, und seine Parteivorsitzende hatte noch einen Monat zuvor in einem Interview auf diese Frage, ob man denn zu diesem Thema nicht eine Enquete-Kommission machen könnte, gesagt, dass sie sich das sehr wohl vorstellen könnte. Aber egal, der Haupteinwand der Koalition war, wir haben doch was Ähnliches im Koalitionsvertrag beschlossen. Jetzt muss man hinzufügen, im Koalitionsvertrag hat die SPD es wirklich geschafft, der CDU, die seit Jahrzehnten in ihrer DNA hat, gegen Volksabstimmungen auf Bundesebene zu sein, Folgendes abzuringen. Da steht nun im Koalitionsvertrag, wir werden eine Expertenkommission einsetzen, die Vorschläge erarbeiten soll, ob und in welcher Form unsere bewährte parlamentarisch-repräsentative Demokratie durch weitere Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter Demokratie ergänzt werden kann. Da sagten die, ja, wir haben es ja drin, eine Expertenkommission. Jetzt wäre das natürlich nur eine Expertenkommission, Parlamentarier sind gar nicht drin. Aber gut, wir hatten die erste Lesung zu unserem Enquete-Antrag im Frühjahr 2018. Sagten die, brauchen wir gar nicht eine Enquete-Kommission, machen wir selber. Ein Jahr später war die zweite und dritte Lesung, also vor ein paar Monaten. Und da haben sie es wieder mit dem Argument abgelehnt, ja, wir werden doch eine Expertenkommission einsetzen. Das Lustige daran ist, kurz zuvor gab es eine kleine Anfrage. Kleine Anfragen im Bundestag, da kann man immer die Regierung irgendwas fragen und die muss dann antworten. Und da wurde gefragt, wie denn eigentlich der Stand der Expertenkommission sei. Und der Stand nach einem Jahr der Expertenkommission war folgender, dass das Bundesinnenministerium kundgab, dass man ein Jahr danach noch nicht
nicht einmal die Kriterien zur Auswahl der Experten bestimmt habe. Das heißt, man hat, dass man Experten bestimmt habe, ist ja noch ein ganz anderes, weiter Weg. Man hat ein Jahr danach noch nicht mal die Kriterien zur Auswahl der Experten bestimmt. Das heißt, man hat nichts getan. Man schiebt das Thema natürlich vorne weg und zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Ist abgelehnt worden. Wir werden jetzt im Herbst einen Gesetzentwurf zu direkter Demokratie auf Bundesebene einreichen. Denn das wollten wir am Anfang nicht machen, weil wir mit den anderen gemeinsam was machen wollten. Das hat sich leider zerschlagen. Warum wollen wir eigentlich direkte Demokratie? Jetzt gehe ich zuvor, bevor ich die Vorteile noch ganz kurz erwähne, mal auf Einwände ein, beziehungsweise wir haben jetzt nicht die Zeit, es gibt wahnsinnig viele Einwände, aber der Haupteinwand gegen direkte Demokratie ist immer Inkompetenz der Bürger. Das heißt, die Bürger sind laut dieses Einwandes mit der Entscheidung über komplexe politische Fragen überfordert. Man muss bei diesem Einwand wissen, dass das ein höchst sensibles Argument ist und vor allem ein höchst gefährliches Argument. Denn wenn man dieses Argument zu Ende denkt, konsequent zu Ende denkt, dann wendet es sich gegen die Demokratie generell. Denn man muss sich klar machen, das ist dann auch ein Einwand gegen die repräsentative Demokratie und das war es geschichtlich im Übrigen auch immer. Vor der Einführung des allgemeinen Wahlrechts ist genau das auch immer von den Gegnern des allgemeinen Wahlrechts, dass also jeder wählen darf, eingewandt worden. Nee, wir haben doch, die Arbeiterklasse ist gar nicht in der Lage, intellektuell zu wählen, die dürfen nicht wählen, die übersehen das gar nicht. Das war immer auch ein Einwand gegen das allgemeine Wahlrecht und er sticht im Übrigen denn auch nicht. Denn wenn man sich überlegt, wenn man sagt, die Bürger sind für eine einzelne Sachfrage nicht kompetent genug, da sind die überfordert, die man dann allerdings ja im Zuge so einer Volksabstimmung immer ausführlich diskutiert, da gäbe es ja Diskussionen und für und wider, dann fragt man sich, sind die denn in der Lage, die viel komplizierteren Wahlprogramme, die 90 Themen abarbeiten vor einer Bundestagswahl, zu überschauen und zu sehen, wen sie denn da wählen sollen. Das ist ja viel umfangreicher und schwieriger, müsste man in der Konsequenz sagen, ja dann wohl auch nicht. Und die Konsequenz wäre im Übrigen ja auch wohl eine Expertenregierung. Wenn man sagt, es dürfen immer nur die Leute, die von einem Sachthema die absolute Kompetenz haben, dann wäre die Konsequenz eine reine Expertenregierung und nicht Demokratie. Es gibt hier ein schönes Zitat von Olof Palme, deswegen bringe ich das an der Stelle. Das ist der ehemalige schwedische Ministerpräsident, der ermordet wurde, viele werden ihn kennen. Und der hat mal gesagt, es ist eine Irrlehre, dass es Fragen gibt, die für normale Menschen zu groß oder zu kompliziert sind. Akzeptiert man einen solchen Gedanken, so hat man einen ersten Schritt in Richtung Technokratie, Expertenherrschaft, Oligarchie getan. Politik ist zugänglich, ist beeinflussbar für jeden. Das ist der zentrale Punkt der Demokratie. Und dem kann ich mich zu 100% anschließen. Genau das ist es. Demokratie ist zugänglich für jeden Menschen. Wenn es das nicht wäre, dann ist es nicht mehr Demokratie. Denn alle sollen mitbestimmen können. So, ich habe noch ein paar Minuten, ich werde meine Zeit einhalten, versprochen. Argumente für direkte Demokratie, mache ich mal kurz. Das ist ein eher formaleres Argument. Wenn wir bei einer Bundestagswahl wählen, dann ist die Stimme natürlich für 4 Jahre weg. Man muss sich klar machen, dass man eine Partei wählt, oft bei der man vielleicht mit einzelnen Punkten übereinstimmt, aber bei ganz wichtigen anderen Themen wieder nicht. Dann muss man einen Kompromiss eingehen und man wählt sozusagen einmal und kann dann 4 Jahre auf Sachentscheidungen, wo man vielleicht eine Partei gewählt hat, die dann auch gewonnen hat, aber an diesem Punkt eine völlig andere Meinung vertritt, hat man als Bürger keinen Einfluss mehr. Und das würde durch Volksabstimmungen bei zentralen wichtigen Themen anders sein. Und jetzt ganz wichtig, so viel zu dem Thema vorneweg auch noch gerade, dass Bürger überfordert sind. Es gibt ganz viele Untersuchungen mittlerweile, vergleichende Untersuchungen. Wie wirkt denn direkte Demokratie auch? Haben viele Politologen umfangreiche Untersuchungen angestellt und die führen alle zu einem Ergebnis. Direkte Demokratie führt zu einer besseren Informiertheit der Bürger über politische Sachverhalte. Dies leuchtet auch ein, denn wer weiß, dass ich in einer konkreten Sachfrage mitbestimmen kann? Wer weiß, hier habe ich was zu entscheiden, zu sagen? Der informiert sich ausführlich. Es gibt eine Diskussion vorab und da gibt es zum Beispiel eine Untersuchung von Benz und Stutzer, die ist allerdings schon ein bisschen älter, aus dem Jahr 2004, da haben die mal vergleichende Untersuchungen in EU-Ländern gemacht. Und zwar in diesem Untersuchungszeitraum in 15 EU-Ländern, wovon es in 7 EU-Ländern Volksabstimmungen zu den europäischen Verträgen gab und in 8 nicht. Und in den 7 Ländern, in denen es Volksabstimmungen gab, ob denn diese Verträge angenommen werden sollen, da war die
da war die Kenntnis über die Europäische Union deutlich höher als in den 8 Ländern, in denen diese Volksabstimmungen nicht stattgefunden haben. Und die haben dasselbe auch in der Schweiz gemacht, in Schweizer Kantonen. Jetzt kennen wir alle die Schweiz, die ist ja ein Land mit direkter Demokratie. Aber die sind auch unterschiedlich strukturiert. Also in den Kantonen, wie bei uns den Bundesländern, gibt es mal welche mit stärkerer direkter Demokratie und welche mit weniger starker. Und da haben die auch Untersuchungen gemacht und ihre Ergebnisse kamen zu dem Schluss, dass in den Kantonen, in denen direkte Demokratie stark implementiert ist, die Bürger auch stärker über allgemeine Politik informiert waren. Finde ich sehr beeindruckende Ergebnisse. Direkte Demokratie stärkt die generelle Identifikation der Bürger mit dem Gemeinwesen. Und letzter Punkt, direktdemokratische Verfahren führen zu einer höheren Akzeptanz der konkret getroffenen Entscheidung. Das sieht man ganz oft, wenn eine Mehrheit entschieden hat, dann wird das auch meistens akzeptiert. Jetzt haben wir ein Negativbeispiel, das ist der Brexit. Da hat das nicht zu der Befriedung geführt. Da muss ich allerdings hinzufügen, das kann man nun schlecht der britischen Bevölkerung anlasten, denn was das britische Parlament seit einem Jahr da macht, nämlich dass es dieses Thema dann zu Ränkespielen und Machtspielen benutzt hat, das ist wohl eher ein Problem des britischen Parlaments und nicht des britischen Volkes. Das heißt, grundsätzlich, denken Sie an Stuttgart 21, haben Sie damals vielleicht mitbekommen, dieses Infrastrukturprojekt, was hoch umstritten war, hoch emotionalisiert. Dann gab es einen Volksentscheid und am Ende hat man dafür gestimmt und dann war das Thema aber auch durch. Es war befriedet. Abschluss. Wie denkt eigentlich die deutsche Bevölkerung darüber? Will die das überhaupt? Es gibt über viele, viele Jahre hinweg Erhebungen dazu. Ich habe jetzt mal eine neuere genommen von Infratest DIMAP ist das. Da waren es vor ein paar Jahren noch 76, sind aber immer noch 71%. Das heißt, bei der Frage, sollen wir Volksentscheide auf Bundesebene einführen, sagen 71% der Deutschen ja, wir wollen das und 26% sind dagegen. Das ist eine deutliche Mehrheit. So deutliche Mehrheiten hat man selten bei entsprechenden Fragen zu irgendwelchen politischen Themen. Und das sollte uns Auftrieb und Ansporn geben. Das sollte uns Ansporn geben, auch wenn es nicht in dieser Legislaturperiode klappt. Ich kann Ihnen eins versprechen. Das muss dauerhaft auch in Deutschland möglich sein. Es gibt ganz viele europäische Länder, da ist das anders. Wir haben Italien, wir haben Irland, ich könnte jetzt viele aufzählen, die haben auf gesamtstaatlicher Ebene direkte Demokratie. Wir sollten dafür kämpfen, dass es auch in Deutschland kommt. Wir werden unser Bestes dafür tun und wir werden dranbleiben an dem Thema. Das verspreche ich Ihnen. Danke.